Versorgung. In Deutschland, da passt das System nach wie vor nicht. Und wer sich gut im Grunde erkämpft hat und gut verdient, der hält den Mund und redet nicht drüber. Das gibt es natürlich im System auch. Und auch da muss letztendlich politisch agiert werden. Und da müssen aber auch nach wie vor die kritischen Anmerkungen, deshalb finde ich das gut, auch dass Sie das sagen, die brauchen wir. Das muss sozusagen virulent gehalten werden. Ja, also ich stört es so, dass, wie gesagt, die guten Mediziner in dem System nicht zur Geltung kommen und die verantwortungsvollen Patienten eigentlich auch. Und die sind vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, weil sie alles genau wissen wollen. Und man hat, wie schon oft gesagt, eine halbe Stunde Zeit, dann kennt man die körperlichen und seelischen Probleme und dann sagt man so, jetzt arbeiten wir zusammen und dann werden wir das irgendwie schon. Aber wissen Sie, ich kann nur sagen, da wird von der Politik immer nur mehr Dokumentation angeboten. Und, aber eins ist gut von der Politik, dass die Ärzte, wie Sie wahrscheinlich wissen, seit diesem Jahr Fehler zugeben dürfen, ohne Nachteile davon zu haben. Das ist schon ein sehr großer Fortschritt, aber trotzdem muss ich doch nochmal etwas an der Demonstration sagen. Ich mag es nicht, wenn man immer alles aufs System schiebt. Und dann einfach nicht okay, das haben wir verstanden. Vielen Dank, Frau von Reißenstein, dass Sie uns nochmal angerufen haben. Und, wir freuen uns auf Ihr Letzten. Ja. Auf Wiedersehen. Wir grüßen nach Ingolstadt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, jetzt kommen wir in einen Bereich hinein, wo natürlich auch nochmal ganz deutlich, wie soll man sagen, die moralische Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft widerspiegelt. Wenn der Weg in den Tod begleitet wird, in den moralischen Feldern, Sie schreiben hier, dass Ihre Frau wegen des Rechts der Visa eine sehr gute Sterbebegleitung bekommen hat. Sie hat sehr stark gehabt, ihr Bruder, da mit der Gitarre, ja. Und dann hat sie einen Schlag gelauscht und gesagt, ich kann zurück sein. Das Pflegepersonal hat meine Familie letztlich gut betreut. Und hat uns eigentlich geholfen, über die Sache mehr oder weniger unterwegs gekommen sind. Das ist von immer noch da, das ist klar. Aber wie lange ist das jetzt hier? Das ist die halbe Jahre. Da war schon Professor Gian Porrasio, auch rechts der ESA, und hat dort mitgestaltet. Ist einer der Palliativmediziner in Deutschland, jetzt leider in der Schweiz, in Lausanne, und ist dort in einem Lehrstuhl. Und das zeigt aber auch, wie sein Einfluss dann auch in so einer Klinik letztendlich dazu führt, dass es Menschen wie Ihnen, die dann auch als Angehörige, jetzt in dem Fall ging es um Ihre Frau, einfach gut begleitet werden. Aber ich denke, das war bisher auch so. Die Unikliniken haben auch noch ein bisschen mehr Luft mit Personal und wenn sie gute Leute haben und wenn das gewünscht wird, und das ist eben das, was eine Klinik ausmacht. Wenn man sagt,
erzählen. Und wir sind Ihnen dankbar, dass Sie uns solche Sachen sagen, weil wir wissen ja, wir haben ein tolles Medizinsystem, Gesundheitssystem. Wir müssen nur schauen, dass wir es behalten und dass das nicht in falsches Fahrwasser kommt. Ja, sicher. Herr Eschenfelder, wie weit ist denn Waldkraiburg von Vilsbiburg entfernt? Von Vilsbiburg, das sind 40 Kilometer. 40 Kilometer, da ist jetzt Ende letzten Jahres ein Hospiz eröffnet worden. Nee, das ist bei meiner Frau so schnell gegangen. Ja, klar. Die ist Freitag zum Krankenhaus gekommen. Wie alt war Ihre Frau? Ja, leider nicht. 64 oder 63. Und hat sie, welche Krankheiten hat sie vorher gehabt? Hat sie einen hohen Blutdruck gehabt? Oder? Ja, sie hat die ganze Zeit schon mit dem Herz zu kämpfen gehabt. Ja. Ist gut betreut worden vom Hausarzt. Ja, ja. Und aber gut, selbst wenn man alles richtig macht, man steckt nicht drin und es kommt eben doch zu solchen. Ja, das war noch so, als eine Halsschlagader war schon zu und wir hatten das, da konnte man nichts mehr machen. Und seitdem er das gewusst hat, noch dreieinhalb, selbe Jahre. Ja. Und gut, und sie ist dann auch, wenn man so das sagen kann, sanft gestorben. Ja. Ja, das ist das Wichtigste. Okay, Herr Eschenfelder, vielen Dank für Ihren Anruf. Wiederhören. Jetzt ist ziemlich viel auf dem Kopf. Ja, das ist schon kurz, aber jetzt mal ein Negativbeispiel. Ja, unbedingt. Frau Dankel, grüß Gott. Ich habe hier stehen, Negativbeispiel, Landarzt. Ja, also meine Tante, 2 Jahre dement. Ich habe sie im August 2011 besucht. Da merkte man schon, dass sie sehr steif geworden ist, also die Muskeln sehr verhärtet und so. Und im September, einen Monat später, habe ich sie wieder besucht und da war sie sozusagen kurz vorm Tod. Und ich hatte im August mal im Kursaal gesagt, sie muss unbedingt dafür sorgen, sich vom Arzt der Krankengymnastik verschreiben zu lassen. Also, dass jemand kommt, der die Gelenke durchbewegt und ja. Sowas, ne? Ja, also ich weiß aus vielen Vorträgen, die ich gehört habe, meine Mutter war auch dement, dass das ganz wichtig ist, dass man eigentlich jeden Tag das machen muss. Ja. Aber ich selbst habe auch nur 2-mal die Woche für meine Mutter erkämpft und erkämpfen müssen. Also jedenfalls habe ich... Erkämpfen bei der Krankenkasse oder beim Arzt oder wie? Beim Arzt. Beim Arzt? Ja. Aber das ging dann? Also 2-mal hat er dann verschrieben, ja. Aber, na gut, also er hatte auch gleich eine Tendenz in die Richtung, die dann eben dieser Landarzt offenbar hatte. Also die Arbeit ist nichts mehr, die braucht sowas nicht. Das hat wer gesagt? Der Arzt, mein Zahnarzt sagte mir, er hätte...